Hier in der Politkantine sind heute früh die Narren los. Ist Karneval. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los. Die Politkantine von Hannover bis nach Frankenthal. Also die Stimmung ist wirklich hervorragend. Generalprobe natürlich für Rosenmontag. Und da ist die Kostümwahl ein ganz zentraler Aspekt und sagt ja auch eine Menge über den Charakter des Trägers aus. Horst Seehofer, CSU, als was werden Sie denn gehen? Herr Perol, ich werde bei der Frankener Fastnacht in Veitshöchheim als Nilpferd auftreten. Ach nee. Denn in der Politik braucht es eine dicke Haut. Ja, so ist es. Und das Nilpferd hat so eine dicke Haut, so dick, dass man notfalls auch ohne Rückgrat drin stehen kann. Na, also das passt ja. Herr Schröder, wie sieht's bei Ihnen aus? Verkleidung, ein Thema für Sie heute? Olli, ja. Die Narrenfreiheit scheitert ja schon am Kostümzwang. Nein, da will ich bleiben, was ich bin. Bundeskanzler. Also was hier heute Morgen schon wieder abgeht, das ist ja wirklich der nackte Wahnsinn, ja, Herr Seehofer? Ein Krokodilkostüm, das würde Ihnen stehen, Herr Schröder. Schnipp, schnapp, schnappi, 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 schnipp. Ihnen ja. Und Ihrer SPD steht nämlich das Wasser bis zum Hals und Sie reißen trotzdem, reißen Sie das Maul noch ganz weit auf. Aber Herr Schröder, ich denke, da haben Sie Redebedarf, oder? Ja, und vielleicht gehen Sie, Herr Seehofer, besser als großflächiges Werbeplakat für die AfD in Hamburg. Also, meine Herren, bevor uns hier das Konfetti ausgeht, da hauen wir lieber noch mal eine Strophe raus, oder? Also, Herr Kapellmeister, hauen Sie mal in die Tasten. Hier sind die Stars der Politkantine. Nur der Olli lädt uns ein auf die große Bühne. Das hebt die Stimmung. Hier der Kopfrolle auf. Ja, und jetzt alle zusammen. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn sie ist famos, die Politkantine von Ludwigshafen bis hinter Ingelheim. Hello.